So, und damit ein herzlich willkommen zur nächsten Folge Train Fever. Ja, wir haben es ja nun fast geschafft. Wir sind ja fast bei 50 Folgen und ich möchte gerne bei 50 Folgen diese Season beenden und dann, auch wenn es nicht alle gerne hören wollen, gerne mal das in das USA DLC reinschauen. Gut, aber noch sind wir nicht bei 50 Folgen, also geht's weiter. So, und schauen wir mal kurz. Wir haben ja in den letzten zwei Folgen den Personenzug 10 gebaut, sprich unseren Traditionszug. Den lassen wir mal weiterlaufen. Da gucken wir auch kurz mal rein. Keine Frage, der wird sowieso Minus machen, aber ich wollte halt gerne einen Personenzug mit bei haben. Na doch, da kommen schon die ersten Fahrgäste. Na, da staune ich jetzt aber. Aber ich sag mal, der wird hier nie, denke ich mal, mit irgendwie 75 Mann oder so stehen. Ne? Aber wir haben Personenzug laufen. Der Personenzug fährt mehr als 80 Stundenkilometer und damit ist diese welche hier kacke. Okay. Ich weiß schon, was wir da machen. Stopp. Und zwar diese Weiche hier. Haben wir. Diese Weiche. So, dann könnten wir ja eigentlich, würde ich sagen, das so machen. Und das hier drauf. Problem gelöst. So. Und schon kann es weitergehen. Dann warten wir mal kurz auf den Gegenzug, ob wie das aussieht jetzt mit der Weiche hier. So. Stopp. Der Personenzug fährt doch. Jetzt bin ich an der falschen Adresse, ne? Warte mal, hier ist der Hauptbahnhof. Moment bitte kurz. Der fährt doch. Hier ist der. Hä? Moment. Der Personenzug, der fährt doch hier rüber. Hier rüber. Na doch. Nee, ich war schon richtig. Der kommt hier an. So ist er, da ist er. Zack. Dann machen wir mal kurz Pause und gucken wir uns den Zug mal kurz an. Oh ja, 6 Mann hat dabei. Zumindest fährt er nicht ganz umsonst. Der andere Kollege auch schon auf dem Rückweg. Kaufen wir doch mal. So, aber was wollen wir heute noch machen? Jo. Ich drehe noch mal kurz auf Pause. Wir gucken uns heute mal die Stadt mit dem ÖPNV an. Wir haben hier den Dreh- und Angelpunkt. Ach ja, hier haben wir die Kulturtrabe eingebunden. Gott, die Nähchen. Die Kulturtram. Na, hier stehen 43 Mann für die Kulturtram. Ich würde sagen, das lassen wir auch so. Bärzahn gucken wir noch mal kurz auf den ÖPNV. Den hatten wir größtenteils umgestellt. Wir hatten hier noch eine Rundlinie, die wir vielleicht beseitigen könnten. Lass mich mal kurz gucken.
Das könnten wir eigentlich fast machen, und zwar. Ich habe schon eine kleine Idee für. Dann gib mir mal. Ich will nicht direkt drehen lassen. Gib mir mal den. Dann gib mir mal. Den, den. Dann fährt er hier rum, hier runter. Dann wird er aber halt hier reinfahren. Moment. Da ist nämlich grün, da ist blau. Okay. Stopp. Nein und nein. Die nehmen wir nochmal weg. Und sagen jetzt Tram der See ja. Und zwar möchte ich gern, dass der Kollege hier reinfährt. Und dann halt dementsprechend hier wieder rauskommt. Somit kann er den hier bequem mitnehmen. Ich brauche jetzt mal hier nur Tram nur sichtbar. Und das ist die rote Linie, ist die hier. Die macht sogar Plus. Ich staune, ich staune. So, und zwar soll er fahren. Jetzt brauchen wir noch ein paar Haltestellen. Wir nehmen dafür die hier. Hier soll er fahren. Hier soll er halten, meine ich. Hier soll er halten. Hier kann er in beide Richtungen halten. Da kann er in beide Richtungen halten. Da kann er in beide Richtungen halten. Dann kriegt er hier noch eine. Lassen mal kurz weiterlaufen. Steht denn jetzt auch da hinten? Alles klar. Also. 1, 2. Die 2 kann auch weg. Hinzufügen. Er soll die halten, dann soll er hier halten. Dann hier. Dann hier, 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 hier. Wunderbar. Voll umstrukturiert die Linie. Die 4 und die 5 sehen auch schon mal gut aus, sehr gut. So, und dann können wir gerne hier noch eine Buslinie hochlangen, und zwar die, die den Strang hier bedient. Verendet dann aber irgendwo hier unten. Hat die Stadt denn hier zusammengebaut? Manchmal frage ich mich im Ernst, hallo. Da wie geht da, mache ich das jetzt einfach mal. Ja, dann enden wir hier in dem Kreisel. Das ist eine gute Idee. Also ich würde vorschlagen, dann halten wir hier eine neue entstehende Straße hier. Dann halten wir hier nochmal. Fahren hier rum, würden halt im Endeffekt hier nochmal halten. Fahren hier rüber. Nehmen die komplett hier mit. Na, wird's denn gehen? Danke. Nehmen die mit. Nehmen die mit. Und sind dann wieder hier. Bedeutet für uns. Hier halten, hier, 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 der hier,
an der hier, an der hier, an der hier. Halten dort, halten dort. Somit haben die Fahrgäste jetzt genau zwei Möglichkeiten, um von einer Seite zur Stadt zur anderen Seite zur Stadt zu kommen. Einmal mit der BL1, mit der SL1, mit der Straßenbahnlinie 1 und dann hier mit dieser Buslinie. Ja, da fährst du halt da lang, mir auch Bockwurst. So, wir gehen nochmal kurz hier in alle. Das ist jetzt Bärzahn BL3. Da oben die, das ist die, das ist die, also BL4. Bärzahn BL4. So, jetzt brauchen wir da noch, können wir das Depot hier oben benutzen. So, siehst du, ich wollte gucken, na ist egal. Und schmeißen mal die Fahrzeuge darauf. 1, 2, 3. Bärzahn BL4. Weiterlaufen lassen. So, dann haben wir Bärzahn nämlich auch abgeschlossen. Gehen mal kurz hier runter. So, Bärzahn haben wir abgeschlossen. Monat. Wechseln noch nicht, dann gehen wir mal rüber nach Polsen, weil da sehen wir, da haben wir bisher eine ganze Linie gebaut. Und das auch sehr bescheiden. Es fährt hier noch ein Bus. Ich habe doch aber wenn dann allein. Ach so, also okay, wir haben doch zwei Linien im Laufen, okay. Die Buslinie ist nun mal wieder, ja, der Polsen BL2 sogar. Da müsste ja noch ein BL1 geben, oder? Polsen, du kriegst das mal blau, dass ich das sehe, was da los ist. Da fährt auch noch was. Immer diese nicht kräftigen Farben, die gehen nur voll auf den Zünder. So, jetzt sehen wir nämlich die ganze Misere. So, was haben wir gemacht? Hier dreht der Kollege erstmal. Da haben wir wohl nicht aufgepasst. Zack. Landnutzung haben wir gemacht. Naja. Hier in der Gegend könnten wir vielleicht noch ein bisschen Straßenbau betreiben. Weil hier scheint ja die kleine Mirage zu reichen. Was ist nur los? Achso. Jahreswechsel. Wir halten hier, okay. So, und jetzt ist die Frage, laufen die meisten Kunden oder was machen die? Der Schwall hier, wo geht denn der hin? Der läuft. Und zwar wohin? Zu der Haltestelle? So, das habt ihr gerade nicht gesehen, wie ich drauf gezeigt habe. Zu der Haltestelle würde ich behaupten und zu der Haltestelle. Das bringt doch aber gar keinen Sinn, weil hier ist doch nur die Betriebsstrecke. Okay. Okay.
Ich habe eine Vermutung. Moment. Du fährst wie? Okay, wir bauen die Buslinie um, die blaue Buslinie bauen wir jetzt noch schnell um. Ich habe eine Vermutung. Erstmal möchte ich gucken, ob ich... wie er mir das macht, wenn ich ihm jetzt sage. So. Okay. Wir bauen jetzt die blaue Buslinie nochmal um. Das. Die da. Und zwar. Okay. Die nehmen wir komplett weg, die Haltestellen. Schade ist, dass ich nicht irgendwie sagen kann. Nee. Doch, ich kann aber so machen, ne? Entfernen, danke. Ich würde gern, dass du die nimmst. Wie hat er das gemacht? Er nimmt die Seite. Eismatch, völlig Bockwurst. So, warte mal, da müssen wir natürlich erstmal kurz Haltestellen errichten. Oh, die ist schon doppelt vorhanden. Die sind alle doppelt vorhanden. Du sollst natürlich da halten, du sollst da halten. Da sollst du halten. Da. Die hier sind nicht doppelt vorhanden. Nehmen wir die und nehmen die doppelt, dann die doppelt. Du endest so jetzt an dem hier enden, wa? Ich bin hier dafür, dass du doch. Machen wir so, ist okay. So, das heißt weiter. Hier lang. Da wieder zurück. Hier runter. Die da nehmen wir mit. Die da. Und die da. Machen wir dazu? Das machen wir so. Zack. Und ab. So, dann gibt es ja noch den BL, den roten. Den gucken wir uns als nächstes an. Der fährt hier sowieso eine komische Schleife. So. Kurz nochmal kurz die Landnutzung an. Den blauen Bus habe ich jetzt komplett durchs Wohngebiet gejagt. Rinn ins Industriegebiet. Dann jage ich. Na gut, das ist Partygebiet. Dann jage ich den roten Bus vom Partygebiet übers Einkaufen ins Industriegebiet. Irgendwo oben in Richtung Güterbahnhof. Muss man mal gucken. Also, warte mal, die Straßenbahn, die fährt da, dann fahren wir da geradeaus. Das war die ganze Freizeiteinrichtung benutzt. Fahren hier rüber, richtig, fahren hier hoch. Fahren hier hoch. Und dann würde ich fast behaupten, wir nehmen eine Straße. Machen das so und hauen hier oben. Das ist alles zu groß. Versuchen uns vielleicht einfach nochmal.
Sowas wie eine Schleife. Das sieht doch ganz gut aus. Setzen ihm hier um einfach eine Haltestelle. Fahren hier runter, fahren hier vorbei, fahren hier vorbei. Nee, stimmt gar nicht. Die war richtig gesetzt, aber die hier. Wir wollten ja hier runterfahren. Die doppelt setzen. Die doppelt setzen. Die doppelt setzen. Die doppelt setzen. Die. Die ist doppelt gesetzt. Die soll er wenden hier. Ups. So, dann schauen wir noch mal. Dann haben wir ein quertes Industriegebiet gejagt. Über die Partymeile zurück zum Einkaufstypi, da wo sie dann umsteigen können, um ins Wohngebiet oder direkt zum Bahnhof zu fahren. So, gucken wir uns jetzt nochmal alle an. Das ist das neue Konzept. Wir haben im Endeffekt hier, macht die Linie komische Sachen. Die blaue Buslinie. Was ist denn dein Problem jetzt gerade? Du kommst an. Was passiert denn, wenn ich einfach die Haltestelle wegnehme? Im Endeffekt brauchen wir die nicht. Und alle sollen die beiden Haltestellen benutzen, genau. Wunderbar. So, jetzt macht aber auch hoffentlich keiner mehr komische Sachen. Nee. So, was wir jetzt noch machen könnten, ich guck gerade. Tja. Ich würde den ÖPNV jetzt einfach mal so lassen und sage, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Alles überhaupt kein Problem, finde ich zumindest. Was machen die denn jetzt? Was macht der? Was macht die jetzt hier? Achso, sie dreht. Ne? Und ja, wenn ihr euch... Wir sehen uns in der nächsten Folge von Train Fever. Bis dahin eine schöne Zeit und auf Wiedersehen.